Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fischliebhaberinnen und Fischliebhaber. Sie haben es gehört, Millionen von Fischen sterben jährlich bei ihren Laichwanderungen vor hohen Betonstaumauern, Schwellen, Abstürzen und können nicht weiter flussaufwärts schwimmen. Und Hunderttausende von Fischen werden jährlich von Turbinen, von Wasserkraftwerken verletzt oder sogar getötet, wenn sie ihrem natürlichen Wanderungsdrang nachgehen. Ich begrüße Sie im Namen des Bundesamtes für Umwelt und danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung, die Schweiz in Bezug auf die Fischwanderung wieder besser möglich zu machen, also den Fischen die Wanderung wieder möglich zu machen. Sie alle tragen mit Ihrem Wissen und Ihren spezifischen Aktivitäten dazu bei, dass wir diese wirklich große Herausforderung in den nächsten 15 Jahren mit viel Kraft anpacken können. Denn diese Arbeit ist leider dringend notwendig. Der Herr Ständeratspräsident hat es bereits erwähnt, das Programm für die Wiederherstellung der Fischwanderung beruht auf einem politischen Kompromiss. Der Schweizerische Fischereiverband und uns auch Roland Seiler, der das Ganze ganz massiv unterstützt hat, und die Umweltverbände verlangten mit ihrer Volksinitiative, das war 2006, dass die Schweizer Gewässer umfassend renaturiert werden. Und wie immer in der Schweiz, wir haben nun ein gut austarierter Kompromiss mit drei Zielen. Das eine ist, dass rund 4.000 von 15.000 stark beeinträchtigten Kilometern Fließgewässer wieder revitalisiert werden, dass der Gewässerraum bei praktisch allen Gewässern ausgeschieden wird und der jetzt mit der neuen Direktzahlungsverordnung nur noch extensiv genutzt werden kann. Und für das wurden sie auch mit 20 Millionen Franken pro Jahr entschädigt. Die Sanierung der Wasserkraftnutzung, ich gehe jetzt auf die Frage etwas ein, der Verminderung der schädlichen Auswirkungen von Schwall und Zunk, die Reaktivierung der Geschiebe, des Geschiebehaushaltes und die Wiederherstellung der Fischgängigkeit, letztere ist das Hauptthema dieses Symposiums, ist Bestandteil dieser Gesetzesrevision. Diesen politischen Entscheid sind wir vom Bund verpflichtet und ich sage es gerne, wir haben den Auftrag dankend angenommen. Denn wir wissen um die großen Defizite bei den Gewässerlebensräumen. Wir werden alles tun und wir tun bereits jetzt sehr, sehr viel, dass wir umfassend und zeitgerecht das Gesetz umsetzen können, um die klar formulierten Ziele zu erreichen. Und dabei zählen wir natürlich insbesondere auch auf die Betreiber von diesen Anlagen. Nicht zu vergessen sind natürlich unsere kantonalen Partner, die wir natürlich intensiv in die Zusammenarbeit einbinden müssen und auch wollen. Aber dennoch muss ich leider Ihnen doch auch wieder mitteilen, dass seit der Inkraftsetzung des revidierten Gesetzes dieser Kompromiss immer wieder politisch in Frage gestellt wird. Die Bauernlobby will diesen Kompromiss einfach nicht akzeptieren. Und das schlägt sich in diesen etlichen Standesinitiativen nieder und auch vielen parlamentarischen Vorstößen. Wie beispielsweise, der Ständeratspräsident hat es auch erwähnt, die parlamentarische Initiative Parlement, die den Kantonen den Freipass geben will, wenn es um die Ausscheidung der Gewässerräume geht. Meine Damen und Herren, dass Fische wieder wandern können, ist sehr wichtig und ermöglicht das Überleben der Fischbestände. Doch dies muss in einem größeren Kontext betrachtet werden. Es geht hier um die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens in ihrem ganzen Umfang. Diese Vielfalt ist in der Schweiz akut gefährdet. Und der Biodiversitätsverlust schreitet voran, schleichend, unbemerkt, aber kontinuierlich. Und diesen Verlust können wir uns nicht leisten, auch wenn es einige Leute nicht verstehen wollen, nicht hören wollen. Er zwingt uns unmittelbar zum Handeln, wir können nicht mehr warten. Denn die Biodiversität und ihre Ökosystemleistungen sind die Grundlage für das menschliche Wohlergehen und Wirtschaften. Denn jeder Verlust einer Art schwächt das Gesamtsystem, auf dem wir uns unsere Tätigkeiten, unser Sein abstellen. Der Verlust ist nicht nur Natur und sagen wir biologisch
anzusehen, sondern auch wirtschaftlich. Der globale wirtschaftliche Verlust an Ökosystemleistungen wird jährlich auf 4.000 bis 18.000 Milliarden Franken geschätzt. Das sind wissenschaftliche Studien, die das ausgerechnet haben. Dies entspricht bis zu einem Viertel des weltweiten jährlichen Bruttoinlandsproduktes. Sie müssen sich das mal vorstellen. Wenn keine zusätzlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität ergriffen werden, muss mit steigenden Verlusten dieser Leistungen gerechnet werden. Und für die Schweiz hochgerechnet gehen wir von ca. 25 Milliarden Franken aus. Das sind 4% des Bruttoinlandproduktes. Also wir sprechen hier von einer massiven Menge von Geld, was verloren geht, wenn wir unserer Biodiversität nicht Sorge tragen. Meine Damen und Herren, ich sage es nur ungern, aber wir leben eigentlich auf Pump und das müssen wir ändern. Sonst haben die nächsten Generationen das Nachsehen und müssen das aufholen, was wir eigentlich jetzt erkannt haben, zu verbessern. Das Parlament hat die ersten Schritte gemacht und 2012 hat der Bundesrat die Strategie Biodiversität Schweiz verabschiedet mit 10 konkreten Zielen. Wir, das Departement UWEC, wurde beauftragt, einen Aktionsplan mit griffigen Maßnahmen zu formulieren. Laufende Maßnahmen zugunsten der Biodiversität von Bund und Kantonen, wie beispielsweise die Umsetzung dieses revidierten Gewässerschutzgesetzes, leisten bereits einen Beitrag zur Verminderung des Biodiversitätsverlustes. Aber sie sind für die Zielerreichung der Strategie bei weitem nicht ausreichend. Es sind zusätzliche griffige Maßnahmen nötig und dazu dieser Aktionsplan Biodiversität. Zentral ist die Schaffung einer ökologischen Infrastruktur und diese besteht aus Schutz- und Vernetzungsgebieten. Diese Infrastruktur ermöglicht erst die grundlegenden gesellschaftlichen Bedürfnisse für das tägliche Leben. Mit dem Begriff ökologische Infrastruktur möchten wir an ein gängiges Bild anknüpfen. Was für uns Menschen zentrale Grundbedürfnisse wie Schienen, Straßen und Netzwerke für Strom, Gas und Wasser sind, so ist die ökologische Infrastruktur das Netz für die Vielfalt des Lebens, für die Natur, welche aufgewertet und langfristig erhalten werden soll. Und so unsere Wohlfahrt hilft mitzusichern. Und dabei ist die Vernetzung der Gewässer zentral, wobei wir wieder bei unserem Kernthema von heute sind. Bevor ich zurück zu den Eckpunkten der Renaturierung komme, möchte ich noch auf die Wasserkraftnutzung eingehen. Die Wasserkraftnutzung in der Schweiz ist heute noch nicht ökologisch. Deshalb das heutige Symposium. Doch verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Die Nutzung der Wasserkraft ist eine sinnvolle Art der Stromproduktion. Sie trägt dazu bei, dass die Schweiz ihre Ziele im Klimaschutz und beim Ausstieg aus der Atomenergie erreichen kann. Doch wie es so bei vielem ist, es ist immer eine Frage des Ausgleichs und des Maßes. Rund 90-95% unserer Wasserläufe sind wirtschaftlich genutzt für die Energieerzeugung. Es macht absolut keinen Sinn, wenn wir mit viel Geld noch die letzten intakten Fließgewässer mit neuen Kleinkraftwerken schädigen. Insbesondere die kleinen Gewässer sollten verschont werden. Der Gewinn an Elektrizität ist im Verhältnis zur Zerstörung, die ein Kleinkraftwasserwerk anrichtet, zurzeit nicht verhältnismäßig. Die Gewässer sind als Lebensräume und auch oft wertvolle Landschaftselemente für die Naherholung und den Tourismus von großer Bedeutung. Die Umwelt- und Energiekommission des Nationalrates unterstützt diesen Ansatz und beantragt die Untergrenze für die Förderung der Wasserkraft von heute 300 Kilowatt auf 1 Megawatt anzuheben, um diese nachteiligen Eingriffe durch kleine Wasserkraftwerke in naturnahe Gewässer zu verhindern. Hingegen soll auch aus Sicht des BAFU bei bestehenden großen Wasserkraftwerken vorhandenes Ausbaupotenzial auch genutzt werden, wenn es in Übereinstimmung mit dem Gewässerschutz, aber auch mit dem Landschaftsschutz erfolgen kann. Und da gibt es gute Beispiele, wo unterm Strich mehr Strom und auch ein Gewinn für die Natur resultierte. Für vernetzte und durchgängige Fließgewässer können ihre zentrale Funktion als schweizweit sehr bedeutende Lebensräume wahrnehmen. Denken wir daran bei einer Diskussion um den Ausbau der Wasserkraft.
Dringend handeln müssen die Kantone und die Kraftwerke bei der Sanierung der Restwasserstrecken. Hier tun sich insbesondere die Gebirgskantone schwer, 2 Jahre nach Ablauf der 20-jährigen Frist sowie inklusive 5-jähriger Fristerstreckung liegen noch Hunderte von Flussstrecken unterhalb von Wasserfassungen leider noch trocken. Aber man hat nie ausgelernt, hat sich das BAFU gesagt. Und deshalb bei Sanierungen von Schwalsunk, Geschiebe und der Fischgängigkeit Zwischenschritte eingeführt, die auch sanktioniert werden können. Die Planungen mit Zwischen- und Schlussberichten, die werden bald bei uns eintreffen. Und Andi Knutti wird jetzt Ihnen gerne die Details über die Resultate dieser Zwischenberichte und die weiteren Schritte informieren, bevor ich am Schluss noch etwas zu Ihnen sage. Andi. Grüezi miteinander. Ich werde Ihnen kurz anhand von ein paar Folien einen Überblick zur Renaturierung, eben inklusive Revitalisierung, Sanierung Wasserkraft, Schwalsunk und Geschiebe zeigen und stehen, wo wir sind. Ich werde das etwas ausführlicher zur Fischgängigkeit machen und die anderen Bereiche kurz antippen. Vorneweg die wichtigste Information: Wir sind gut unterwegs, es geht vorwärts. Aber klar, es ist eine große Aufgabe und wir haben natürlich wesentliche Herausforderungen noch zu meistern, und das ist ja auch ein Grund, dass wir hier sind und auch Unterstützung von Ihnen sehr gerne entgegennehmen. Die Themen, die Ziele auf der linken Seite auf diesem Chart. Ich möchte ganz kurz die Finanzierung noch im Überblick zeigen. Es wurde bereits erwähnt, der Gewässerraum muss ausgeschieden werden, dafür gibt es auch Geld. Bei der Revitalisierung sind das 40 Millionen pro Jahr. Das entspricht im Schnitt etwa 65%, welches vom Bund kommt. Der Rest muss von den Kantonen und von den Gemeinden getragen werden. Und da ist es ganz wichtig, dass eben auch die Kantone in ihren Finanzierungsplanungen vorsehen, dass da Geld von ihrer Seite vorhanden ist. Sonst kann das Geld beim Bund nicht abgeholt werden. Bei der Sanierung der Wasserkraft, das wurde bereits erwähnt, auch hier die vollständige Entschädigung der Inhaber, das zahlen schlussendlich wir Konsumenten. Also denken Sie daran, wenn Sie das Licht anstellen, dann tragen Sie dazu bei, dass die Fische wieder besser wandern können. Das sind 50 Millionen pro Jahr und das ist eben vorgesehen für die nächsten Jahre. Zur Übersicht, zum Zeitplan auch hier. Das ist alles koordiniert. Wir haben am Anfang die Bereiche zur Sanierung der Wasserkraft, dann die Revitalisierung der Gewässerraum, die Fristen. Und Sie sehen, wo wir jetzt stehen, das ist rot eingezeichnet. Diese Planungen sind koordiniert vorangetrieben worden. Da wurde zwar sektoriell geplant, aber jetzt, im letzten Jahr, wurde das alles übereinander gelegt, abgestimmt. Und so wird eben gewährleistet, dass wirklich da eine integrierte Planung vorliegt. Die Fristen, das ist relativ sportlich. Wir haben noch 15 Jahre Zeit bei der Wasserkraftsanierung. Wir haben da ein bisschen mehr Zeit bei der Revitalisierung. Zur Revitalisierung kurz der aktuelle Stand. Hier ein Bild von der Mündung des Beverin in den Inn. Das ist eine Mündung, die kürzlich revitalisiert wurde, und ich möchte mit diesem Bild aufzeigen, dass eben die Revitalisierung von verbauten Gewässern auch einen direkten Zusammenhang hat zur Sanierung der Fischgängigkeit. Diese Mündungen, das sind nämlich Hotspots für die Artenvielfalt, hier eingezeichnet mit ein paar Bildern. Noch kurz die Ausgangslage, das hat Armin Peter auch bereits erwähnt. Die Ziele und eben auch das Ziel im Rahmen der Revitalisierung, diese fluchtsbaulichen Wanderhindernisse, diese Schwellen, diese Abstürze zu beseitigen im Rahmen der Planung. Und eben das ist ganz wichtig, dass das eben koordiniert mit der Sanierung der Fischgängigkeit stattfindet, dass wir schlussendlich eben ganze Wanderkorridore, ganze Einzugsgebiete für die Fischwanderung wieder durchgängig machen können. Zur Sanierung der Wasserkraft, hier nochmal etwas ausführlicher die Ziele. Ich gehe da vor allem auf die Fischgängigkeit ein.
Eben, es geht wirklich um den Auf- und den Abstieg. Es geht auch darum, Schädigungen beim Abstieg zu verhindern. Und das Ganze ist im Gegensatz zu den oben beiden gestellten Zielen, ist das keine neue Geschichte im Gesetz. Diese Vorgabe ist im Bundesgesetz über die Fischerei seit 1993 drin. Was neu ist, ist eben die hundertprozentige Finanzierung. Und damit kommt die Umsetzung eben auch jetzt erst recht richtig in Schub. Jetzt zum Vorgehen. Es wurde bereits erwähnt, das Ganze ist natürlich eine gemeinsame Aufgabe von den hauptsächlichen Akteuren, Bund, Kantonen, Kraftwerken, aber auch seitens der Verbände, der Nutzungs- und aber auch der Schutzverbände, die hier nicht eingetragen sind, die aber natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Wir haben hier die Schritte dann aufgeführt, wer was macht. In diesem ersten Schritt, da haben die Kantone die Hauptarbeit geleistet. Es ging um die Zwischenberichte, die Ende 2012 eingereicht wurden bei uns, die dann von uns beurteilt und mit den Kantonen besprochen wurden, die auch in Zusammenarbeit mit den Kraftwerken diskutiert werden. Und von unserer Seite ging es vor allem darum, die Anforderungen an diese Berichte zu erstellen, die Kantone zu beraten und eben auch das Ganze zu prüfen. Wie geht es weiter? Es geht ab nächstem Jahr um die Erarbeitung der Sanierungsmaßnahmen. Hier sind dann die Kraftwerke vor allem am Zug. Natürlich spielen die Kantone und auch der Bund weiterhin eine wichtige Rolle. Das Ganze muss mit einem Entschädigungsgesuch dann beim Bund, beim Kanton zuerst und dann beim Bund eingereicht werden, wo es dann weitergeht an die Auszahlungsstelle, die Swissgrid, und so das Geld schlussendlich fließen kann. Ganz wichtig, und das wird ja auch ein Thema sein dieser Tagung, ist die Erfolgskontrolle. Wir möchten ja auch lernen von diesen Projekten. Wir möchten auch wirklich sicher sein, dass diese Projekte den gewünschten Erfolg gebracht haben. Wie bereits erwähnt, das BAFU hat verschiedene Beratungsfunktionen und Unterstützungsfunktionen. Wir haben eine Vollzugshilfe erstellt. Das ist ein Leitfaden. Und zusätzlich noch ein Tool, ein Excel-Tool, wo eben die ganzen technischen und die ökologischen Parameter dieser Fischwanderhindernisse erfasst wurden und das Ganze auch bewertet wurde mit diesem Tool. Zusätzlich brauchte es auch eine Expertenbewertung und so haben wir ein Gesamtbild erhalten. Ein wichtiges Tool ist auch dieser Leitfaden, das Best Practice. Das hat sich in kürzester Zeit zu einer Art Bibel für die Fischwanderung in der Schweiz entwickelt, wie wir an verschiedenen Veranstaltungen feststellen konnten. Hier sind eben diese technischen und ökologischen Anforderungen nochmals im Detail drin. Vieles ist natürlich auch von der DWA übernommen oder auch von anderen Literaturen. Grundlagen, das haben wir nicht neu erfunden, sondern da haben wir zusammengefasst, was der aktuelle Stand der Technik ist. Es gibt auch Referenzbeispiele, ja, wo man genauer anschauen kann, wie das umgesetzt wurde. Ganz wichtig waren in den letzten 3 Jahren die Schulungsworkshops und auch die Erfahrungsaustausche, die wir jährlich, teilweise sogar 2-mal durchgeführt haben. Da ging es darum, die Partner zu unterstützen, aber auch das Vorgehen abzustimmen und auch voneinander gegenseitig zu lernen. Zu den Zwischenresultaten, das sind provisorische Resultate, die aufgrund der Zwischenberichte zusammengestellt werden konnten. Bei der Sanierung der Schwalsunk-Problematik wurden insgesamt über fast 600 Anlagen untersucht. Und es wird geschätzt von uns, dass etwa 100 bis 130 Anlagen wesentliche Beeinträchtigungen verursachen und deshalb auch saniert werden müssen. Das entspricht gemäß einer Hochrechnung etwa 1000 Flusskilometern. Es wird nicht nur auf kantonaler Ebene geplant, sondern es wird auch auf Ebene der Kraftwerke fleißig geplant. Hier ein Beispiel vom Kraftwerk Oberhasli, ein Schwallbecken. Und auch hier ganz wichtig möchte ich erwähnen, das ist nicht alleine vom Kraftwerk geplant worden, sondern da gibt es eine Begleitgruppe, wo der Kanton, aber auch das BAFU integriert ist. Zum Geschiebe ganz kurz. Geschiebehaushalt, was ist das überhaupt?
Ein Bild, das das veranschaulichen soll. Es ist nicht nur das Wasser, das fließen muss im Gewässer, sondern es ist eben auch das Kies, das vorhanden sein muss, das locker sein muss, wo eben die Fische auch laichen können und ganz viele andere Wasserlebewesen drin vorkommen. Ganz wichtig, das Geschiebe muss fließen, da braucht es eben auch Nachschub. Wo stehen wir hier? Eine Abschätzung zeigt, dass die stolze Zahl von 1000 Anlagen sanierungspflichtig ist. Das sind nicht nur Wasserkraftanlagen, das sind, da ist nur ein Drittel davon ist Wasserkraft bedingt. Das sind auch viele Geschiebesammler und Schwellen, die da verbessert werden müssten. Wo sind diese Anlagen? Im Gegensatz zu den Schwallsanierungen sind diese Anlagen vor allem im Mittelland. Sie sehen hier eine ältere Karte, die aber die Defizite aufzeigt. Also rot ist ein großes Defizit. Das sind die Anlagen vor allem im Mittelland. Es gibt aber auch im alpinen Raum gewisse Defizite. Dann komme ich zur Sanierung der Fischgängigkeit. Diese Zahl haben Sie bei Armin Peter bereits gesehen. Wichtig ist, dass Sie sich merken, dass etwa ein Drittel dieser Anlagen je für den Auf- und Abstieg saniert werden muss. Die nicht sanierungspflichtigen Anlagen hier aufgezeichnet mit dieser Abbildung, die befinden sich oft in natürlicherweise nicht durchgängigen Gewässern. Und das ist eine Zahl, die etwas erstaunt. Nur ein Drittel der bestehenden Anlagen funktionieren tatsächlich. Es gibt diverse Probleme, die rein von der Dimensionierung her sind, aber es gibt auch Probleme mit dem Unterhalt. Der Unterhalt ist oft mangelhaft, Anlagen, die verstopft sind, die trocken gefallen sind. Und ganz klar, das wurde auch bereits erwähnt, Fischabstieg, Fischschutz, da gibt es sehr viel zu tun. Das sind provisorische Zahlen, die definitiven Zahlen können wir im nächsten Frühling zusammenstellen, wenn wir die Schlussberichte ausgewertet haben. Dann, wir haben nicht nur Leitfäden erstellt, sondern wir haben auch eine Übersicht gemacht, wo die großen Wanderkorridore sind für die von bereits von Armin Peter erwähnten Wanderfische, ausgewählte Arten. Hier sehen Sie dunkelblau eingezeichnet die wichtigsten Wanderrouten. Das ist wichtig, dass die Kantone auch eine Vorlage haben und wissen, wie sie sich mit den anderen Kantonen abstimmen können, dass sie sich auch auf die Zielarten einigen. Es ist aber auch international wichtig. Wir haben gehört, der Lachs kehrt zurück. Die Ministerkonferenz hat sich auf das Ziel 2020 in Basel geeinigt. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die Schweiz sich an diesen Zielen ausrichten kann und koordiniert vorgehen wird. Ich möchte hier auch einen Hinweis machen auf den Workshop morgen, wo Dani Bernet das Beispiel der koordinierten Planung im Aare-Gebiet vorstellen und diskutieren wird. Zum Ausblick, wie geht es weiter? Eben, die Kantone sind immer noch intensiv dran. Wir werden dann vor allem im nächsten Frühling ganz intensiv dran sein, wenn wir diese Schlussberichte beurteilen. Die Umsetzung der Maßnahmen, die erfolgt dann mit kantonalen Verfügungen nach Artikel 10 Bundesgesetz über die Fischerei, damit auch die Finanzierung gesichert ist aufgrund der Schlussberichte. Ich möchte nochmals auch hier betonen, diese Finanzierung der Maßnahmen ist sichergestellt über diesen Finanzierungsmechanismus. Und es ist auch bereits so, dass wir bereits rund 30 Projekte auf dem Tisch gehabt haben in verschiedenen Stadien. Also da sind wir auch sehr dankbar, dass die Kraftwerksbetreiber, aber auch die Kantone hier bereits am Arbeiten sind. Und wir freuen uns über jedes Projekt, das bei uns ankommt. Es wurde bereits erwähnt, der Abstieg ist ein Thema, das wir rasch angehen müssen. Und wir sind vom BAFU her klar der Meinung, es gibt diese Lösungen, diese etablierten Lösungen. Wir werden ja auch viel davon hören in diesen beiden Tagen, vor allem für kleinere Anlagen. Klar, bei großen Anlagen, da sind wir noch nicht ganz am Ende, da läuft aber viel. Und auch hier ist es wichtig, dass wir auch wirklich anlagenspezifisch vorgehen und uns überlegen, wie wir wirklich den Abstieg sicherstellen können. Wichtig sind auch diese Anforderungen an die Erfolgskontrolle. Da sind wir auch noch auf die Unterstützung der Forschung angewiesen. Und auch hier möchte ich betonen, das Wanderverhalten vom Lachs ist vielleicht bekannt, aber von anderen Arten ist das weniger bekannt. Und da ist auch die Forschung
noch gefordert. Zusammenfassend, ich hoffe, Sie haben gesehen und stimmen mit mir überein, die Maschinerie ist aufgestellt, es läuft, es geht voran und die ersten Resultate kommen. Und ich möchte mit dem Erfolgsbeispiel oder mit dem guten Beispiel vom Kraftwerk Stroppel schließen, die erste größere Fischabstiegsanlage in der Schweiz. Und da werden wir mit dem Monitoring, das derzeit anläuft, dann sehen, wie gut das funktioniert. Aber ich denke, das ist ein motivierendes Beispiel, dass eben auch in anderen Kraftwerksanlagen in der Schweiz mit dem Abstieg begonnen werden kann. Damit gebe ich zurück zu Franziska für den Abschluss. Keine Angst, ich mache es nicht mehr lange. Die Kaffeepause ist der nächste Traktandenpunkt, daher halte ich mich jetzt noch kurz. Aber ich möchte doch noch zum Inhalt der Tagung den politischen Entstehungsprozess in Erinnerung rufen. Ich denke, es ist immer gut, wenn man die Arbeiten verankern kann. Warum tut man überhaupt diese Dinge im täglichen Arbeitsleben? Die Entstehung des revidierten Gewässerschutzgesetzes. Die Fischer und die Umweltverbände haben viel zu dieser Dynamik beigetragen und in den vergangenen Jahren in der Schweiz beim Schutz von Seen, Flüssen und Bächen diese Dynamik, die hier entstanden ist. Das neue Gewässerschutzgesetz wurde 2009 beschlossen vor dem Hintergrund der Volksinitiative Lebendiges Wasser, für die der Schweizerische Fischereiverband zusammen mit anderen Umweltverbänden 160.000 Unterschriften gesammelt hatte und die eine Revitalisierung aller Schweizer Fließgewässer bewirken wollte. Die Initianten zogen das Volksbegehren schließlich zugunsten des Kompromisses des Gegenentwurfs des Parlaments zurück und am 1. Januar 2011 trat es in Kraft. Also ich denke, das ist wirklich eine Leistung, an der wir zurzeit nicht rütteln möchten und den Kantonen die Zeit geben möchten, wirklich ihre Ziele auch zu erfüllen. Aber was ist der Inhalt dieses politischen Kompromisses? Das revidierte Gesetz hat neben dem Hochwasserschutz, der Gewässernutzung und was oft vergessen geht, auch die Vielfalt von Arten und Ökosystemen, diese Erhaltung des Lebensraumgewässers zum Ziel. Und die Gewässer sollen nicht bloß vor der Verschmutzung geschützt werden, sondern eine Aufwertung des Lebensraumes ist notwendig. Ziel ist, den eingezwängten Flüssen und Bächen wieder mehr Raum zu verschaffen. Sie sollen naturnah werden und dazu beitragen, die Vielfalt von Arten und den Ökosystemleistungen zu erhalten und zu fördern. Insbesondere die Vernetzung von revitalisierten Flüssen soll die biologische Vielfalt, also diese Biodiversität, an der wir zurzeit wirklich arbeiten müssen, begünstigen. Zudem sollten naturnahe Gewässer als Filter für das Grundwasser wirken und nicht zuletzt sollen sie als attraktive Naherholungsgebiete auch der Bevölkerung zugutekommen. Neben dem Wirtschaften und dem Wohlergehen geht es natürlich auch noch um das Gemüt in der Biodiversität. Das revidierte Gesetz strebt einen Kompromiss zwischen Nutzen und Schützen an. Und hier muss ich auch leider noch mal sagen, wir erfüllen zurzeit die Anliegen der Bundesverfassung diesbezüglich nicht. Und die Kernelemente dieser Gesetzesrevision sind die Revitalisierung von Flüssen und Bächen, mehr Raum für die Gewässer und eine Entschärfung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung auf das Ökosystem. Wir haben viel vor. Aber wenn ich den vollen Saal hier sehe, denke ich, wir haben viel Engagement, viel engagierte Leute. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen danken für Ihr Interesse und auch für Ihr Wirken in diesem Kontext. Und zum Schluss möchte ich natürlich allen Organisatoren, den Organisationen dieser Tagung, dem WWF, der EAWAG sowie der Wasseragenda 21 als Trägerinnen der Veranstaltung danken. Und ich danke Ihnen weiterhin daran zu arbeiten, dass wir die Ziele erreichen können, die hochgesteckten Ziele, die wirklich notwendig sind, zu erreichen. Vielen Dank.